Hallo und hier. herzlich. Mario, geht es nicht besser? Wir brauchen mehr Medikamente. Komm zur Höhle, so schnell du kannst. Willkommen zurück bei Just Cause und wir haben es gerade gehört. Wir wollen gar nicht lange rumquatschen, gar nicht lange faseln. Unser Mario braucht Hilfe und die gibt es. Und auch nochmal einen wunderschönen guten Abend. Ach ja, ich freue mich ein wenig. Es geht wieder weiter. Ich bin total angesuchtet von diesem Spiel einfach. Ich kann einfach nicht aufhören. Es ist wirklich mega gut. Obwohl es eigentlich so simpel ist, macht es doch extrem viel Spaß. Und deswegen... Hui. Da muss ich hin. Zack. Und Mission starten. Jetzt habe ich gar nicht mehr episch vorgelesen, aber gut. Wie geht's Mario? Oh, er schläft. Er hat eine seltene Blutgruppe. Und uns fehlen wichtige Medikamente, ohne die seine Überlebenschance nicht groß ist. Also weißt du, wir könnten vielleicht helfen, deinen Freund zu retten. Okay. Und was soll das kosten, Schmuggler? Ach komm schon, nur einen kleinen Gefallen. Warum habe ich das Gefühl, das bereue ich nochmal, hm? Gut, pass auf. Sieh dir das an. Ein modifizierter Panzer? Die Rebellen sagen, das Ding kann mehrere Raketentreffer ohne einen Kratzer wegstecken. Meine Theorie ist, sie haben die Bavariumstruktur so verändert, dass okay, die Kohäsion das reicht. Seiner Energiematrix Danke, mit dem Material... Theo ist sehr aufgeregt. Eigentlich solltest du nur wissen, dass das Ding unbezahlbar ist. Dieser Panzer ist also unzerstörbar. Klau ihn für mich. Find's raus. Jetzt wird mir alles klar. Ich besorg dir den Panzer. Und du besorgst Mario alles, was er benötigt. Das ist der Deal, mein Freund. Schick mir die Koordinaten. Auf geht's, mein Freund. Meine Stimme ist gerade... Ich wollte gerade eine schöne, tiefe, männliche, abenteuerliche Stimme machen. Aber ist gerade ein bisschen trocken, mein Hals. Ich weiß gar nicht, warum. Aber das macht ja gar nichts. Ladebildschirm. Durch, Mario. Oh. Okay, ich glaube, da wir den kleinen Hinweis bekommen, sollen wir mit dem Flugzeug fliegen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ah, hier ist Gas geht. Das ist ein bisschen komisch hier mit Gas geben und allem. Aber nun gut. Na gut. Kein Problem. Das werden wir noch sehen. Ach komm schon. Einen schwer bewachten Superpanzer zu kapern? Was soll dabei schiefgehen? Du hast recht. Er ist noch gefährlicher, als wir bis jetzt dachten. Wie ist dein Status? Ich nähere mich dem Konvoi. Gut, der Panzer wird zu gefährlich sein. Spring doch ab! Gott. Vermutlich erst auf, wenn die Schilde deaktiviert sind. Okay, wie stehle ich dieses Ding? Die Spuren unterbrechen die Stromzufuhr, damit sie nicht überhitzen. Warte, bis die Schilde aus sind. Dann hast du ein kurzes Zeitfenster, um ihn zu kapern. Warte mal, ich kann doch so machen. Oh. Das funktioniert nicht. Du musst warten, bis der Schild offline ist. So, wir bleiben mal wieder bei der Waffe. Warte, bis der Schild offline ist. Ja, ist doch gut. Ich versuche nur gerade, die anderen hier loszuwerden. Kann ich mich nicht... Autsch. Ja. Meine Güte, Freunde. Häng mich einfach dran und kümmere mich um die Panzer hier. Das funktioniert nicht. Du musst warten, bis der Schild offline ist. Ja. Ich glaube, ich muss warten, bis der Schild offline ist. Ich weiß nicht genau, warum. Ich will eigentlich nur in der Zwischenzeit, während wir warten, bis der Schild offline ist,
Warte, bis der Schild offline ist. Ah, okay. Das versuche ich, glaube ich, besser nochmal. Da ist er! Der Moment der Wahrheit! Der Bavarium-Panzer wurde gestohlen. Alle Einheiten, holt den Panzer von den Rebellen zurück. So, Freunde, jetzt macht der Papa mal ordentlich. Hier, ich hab den Panzer. Schick mir die Zielkoordinaten. Sind unterwegs. Ein Transportboot erwartet dich bereits. So. Freunde, jetzt macht der Papa mal ordentlich sauber hier. Es müsste einen Schalter zum Einschalten des Schildes geben. Sei aber vorsichtig damit. Die Spuren müssen sich aufladen. Das heißt, nicht aussteigen. Automatisch an. Oh Mann, ziemlich viele Tasten hier drin. Ah, Schild aktivieren. Ich fahr falsch! So, wo muss ich denn hin? Ach, da hätte ich abbiegen müssen. Ich war so wegen dem Schild gerade ein bisschen geflasht. Amüsierst du dich, Rodriguez? Natürlich. Mit so einem geilen Megapanzer. Doch immer. Schon wieder die Ausfahrt verpasst wegen euch. Na los. Oh. Oh Gott! Schild an! Amüsierst du dich, Rodriguez? Ach, halt die Klappe, Annika. Oder wie hieß sie? Ich weiß es gar nicht mehr. Meine Fresse. Es ist aber mal gut hier. Gut, dass das Ding nicht langsam ist, aber ich glaube, das liegt am Schaden, oder? Schnarch. Schnarch. Aber wir machen natürlich, wir geben unser Bestes. Und darauf kommt es im Endeffekt auch an. Während hier wir vorbeifahren, können wir auch ruhig ein bisschen was kaputt machen. Amüsierst du dich, Rodriguez? Schon! So. Nicht mehr lange bis zum Übergabepunkt. Wir sind gleich draußen, Freunde. Die Brücke bitte erst, wenn wir drüben sind, Rico. Einen anderen Weg haben wir nämlich nicht. Wie du meinst. Dann drehen wir schon mal die Lumpe um hier. Ich hoffe nur, Mario lebt noch. Ja, er lebt. Ich halte meine Versprechen. Wie geht's meinem Panzer? Ich wollte eigentlich die Brücke sprengen, aber... Ich darf nicht. Naja. Oh oh. Weißt du, nicht jeder Streit unter Männern hat etwas mit Dominanz zu tun, Annika. Fuck! Okay, vergiss die Medikamente. Was war das? Nochmal. Ich bin immer ein wenig ruhig, habe ich das Gefühl, bei dem Spiel. Aber, wie gesagt, ich will ja auch die ganzen... Wie heißt's? Konversationen nicht übersprechen. Deswegen. Ich hoffe nur, Mario lebt noch. Und die unterhalten sich immer so süß. So, ja, ich wollte eigentlich. Ich halte meine Versprechen. Wie geht's meinem Panzer? Ziemlich beeindruckendes Gefährt. Ah, es geht doch. Fahr ihn nur nicht ins Meer. Wieso fährst du ihn dann nicht selbst, hm? So! Spart euch euren Schwanzvergleich für später auf. Konzentriert euch lieber darauf, den Panzer unversehrt hierher zu bringen.
So! Jetzt haben wir es mal richtig gemacht. Wir haben jetzt erst... Nicht jeder Streit unter Männern hat etwas mit Dominanz zu tun, Annika. Eine Studie von 2000... So. Also, was ich sagen wollte. Jetzt haben wir die Brücke zerstört. Jetzt kann von hinten schon mal keiner mehr kommen. Und die alten Seppel hier... Hier war doch gerade irgendwie so ein Angriff geplant. Wo kommt der her? Ohne Witz, wir haben die Brücke in die Luft gesprengt. Ja, können wir vergessen. Panzer ist im Arsch. Panzer hält nichts mehr aus. Ja, zack, mit Schild auch. Okay, easy going. Die Medikamente. Alter, wir haben die Brücke zerstört. Das haben wir gesehen. Weg, weg war sie. Verstehe nicht, wie auf einmal Gegner von hinten kommen können. Ohne Witz. Also manchmal, da frage ich mich aber, oh, da frage ich mich Dinge. Ich hoffe nur, Mario lebt noch. Ja, er lebt. Ich halte meine Versprechen. Wie geht's meinem Panzer? Ziemlich beeindruckendes Gefährt. Fahr ihn nur nicht ins Meer. So. Jungs, spart euch euren Schwanzvergleich für später auf. Konzentriert euch lieber darauf, den Panzer unversehrt hierher zu bringen. Yes, ma'am. Weißt du, nicht jeder Streit unter Männern hat etwas mit Dominanz zu tun, Annika. Eine Studie von 2009. Ja. So. So, ey. Ich konzentriere mich gerade tatsächlich ein wenig, deswegen. Ich will gerade mal alles richtig machen, damit wir das nicht nochmal versuchen müssen. Einfach von hinten kommen, bringt jetzt auch nichts mehr. Wir geben mal Gas. Und zwar Hackengas. Da hinten warten die Nächsten. Na, dann werden sie gleich mal so begrüßt, wie sie es verdient haben. Schnauze. Ich finde, als Linkshänder ist die X-Taste sehr schwer zu finden, wenn man BASD die ganze Zeit halt benutzt zum Fahren. Aber meckern auf höchstem Niveau, Freunde. So. Oh. Oh, das waren unsere. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh Gott. Ich glaube, wir haben es geschafft. Nochmal das Schild. Weil es so cool aussieht. Fahr den Panzer auf das Boot. Sachte. Ich fahr den Panzer jetzt auf das Boot. Ganz vorsichtig. Puh. Meine Güte. Platz, Rodriguez. Sehr gekonnt gedreht hat er das. Ach ja. Haben wir immer eben einen Megapanzer geklaut. Ein Akt der Piraterie. Jetzt verstehe ich den Titel auch. So, da wären wir. Hier hat es direkt einen Schiffkurs, habe ich gesehen. Rico, die Informationen aus dem Bavarium-Panzer sind faszinierend. Ich brauche Hilfe bei der Auswertung. Komm zur Höhle. Wird gemacht, Oma, aber... Ach, das können wir hier noch gar nicht machen. Na gut, wie sieht das denn aus? Wo sind wir hier? Ach, befreie drei Provinzen mehr. Also müssen wir, aber wo müssen wir die befreien? Ein Moment, wo ist die Aufgabe? Da. Mehr in Insula Dracon. Wo ist Insula Dracon, frage ich. Corda Dracon.
Manchmal fühle ich mich gerade ein bisschen doof hier. So, die Mission ist da oben. Hier also. Bedingung, befreie Meer in Insula Dracoon. Okay, ist das dieses Netz hier? Dann mache ich mir hier schon mal einen Wegpunkt rein. Ich meine, könnte ja sein, weil es jetzt das auch das Gebiet ist, wo das drin sitzt. Das Ding hier heißt Korda Dracoon. Das ist Massos. Ich weiß nicht, ob es das ist. Wir werden es einfach mal probieren. Halt! Hier stand gerade. Region Insula Dracoon. Also ist das diese komplette Insel hier. Okay, gut. Dann haben wir mit unserem Peilungsdings erstmal alles richtig gemacht. So, bergauf. Am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Bergauf Wingsuit benutzen. Aber es geht. Wir fliegen gemütlich durch die Welt. Wunderhübsch. Ich finde die Peacemaker so geil hier an den Seiten. Sollten wir auch einmal wieder ausrüsten. Oh, hier hat's auch unterwegs direkt nochmal was. Da können wir gleich mal anhalten, wie lange wir auch fliegen können. Einfach gleiten ist das ja. Aber naja. Kann ich... Hey, was ist denn los, Jungs? Genau, was ist denn los? Kann man noch nicht mal mit einem Wingsuit hier vorbeifliegen, ohne Ärger zu kriegen, oder was? Nö, da müssen wir nicht hin. Da will ich hin. Genau. Wir haben Feindkontakt. Alle verfügbaren Einheiten hierher. Ach du. Komm her. Wenn du was willst. So. Das war das. Da unten haben wir nochmal zwei Radardinger, die wir miteinander verbinden können. Okay, ich glaube, da hat sich ein Heli festgebackt. Hey du. Hier, kuschelt. Die Person ist entkommen. Zurück auf eure Posten. Und raus mit dir. Hihihi. Ha, ich finde das cool. Das geht gar nicht auf den Sack, dass das da gerade verbackt ist wieder. Ich wollte eigentlich nicht runter. Noch nicht. Aber gut. Ich wollte eigentlich jetzt gerade mal so ein Tweepy mit dem Sprengfass verbinden. Zack! Das war das. Das ist gerade eine Menge Feuer. Autsch. Ah, das ist eine sehr unvorteilhafte Position hier. So. Ach, vom Boot auch noch. So, das war das. La da da. Bam 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 bam. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Unterstützung ist unterwegs und müsste in Kürze bei euch sein. Kamehameha! Ich will den Kick unbedingt haben. Ich will unbedingt den Tritt dabei haben. Diesen Wingsuit-Kit. Ah ne, dieser Jump-Kit war das, warte. Zeige ich. Und zwar, wenn man den hier macht, voll ins Gesicht treten. Batz! Okay, hier sind ein paar mehr. Hiya!
Bam! Ich würde es echt besser finden, wenn man hier teilweise Nahkampf noch hätte. Also einen besseren Nahkampf, wie der, den man hat, natürlich. So, erstmal wieder ein bisschen Sicherheit bringen. Hier ist natürlich wieder das Bötchen. Aber, kennen wir ja, gar kein Problem, genau wie er hier. So, das ist das. Mal gucken, ob das funktioniert. Das will ich jetzt einfach nur mal ausprobieren. Los, finde den Rebellen. Hallo! Nicht entkommen. Ihr wollt auch? Keine Probleme. Ist noch Platz. Kommen aber viele Boote. So. Machen wir das mal eben so. Eigentlich bin ich ja hier, um solche Dinger hier zu zerstören. Halt! Wir schicken euch Verstärkung. Oh. Ziel neutralisieren. Schnell. Oh shit! Ich hätte gerne den Hubschrauber. Gibt es denn keinen Hubschrauber für mich? Ich höre doch einen Hubschrauber. Da. Nehme ich den so lange. Danke. So. Meine Güte. Natürlich haben die eine Luftabwehr. Raus. Okay. Wir sind wenigstens außer Sichtweite. Es fehlen nur noch Radare. Hier Zentrale. Ich sollte mich mal auf mein Ziel konzentrieren. So, das war's nämlich schon. Manchmal mache ich es mir dann doch irgendwie schwerer als nötig. So. Ist das jetzt immer noch gegnerische? Nein, das ist unsere. Sehr gut. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. Im Wasser geht das natürlich nicht. Doch. Ach, wir können unter Wasser einhaken? Wie cool ist das denn? Ich meine, macht natürlich Sinn. Hätte aber nie gedacht, dass das geht, tatsächlich. Ja. So. Tschala. Aua. So. Uff. Okay. Marsos. Autsch. Mach den Fallschirm. Oder. Oh. Und los geht's. Wir brauchen mehr Leute! Feindkontakt. Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. Sofort. So, Tor ist offen, Freunde. Let the Tänzchen beginnen, sag ich. Let the Tänzchen beginnen. Jetzt gib es hier mal ordentlich was mit dem Jeep in den Tank, Freunde. Da könnt ihr mal gucken. Zack. Das halte ich davon. Ach, da geht das Türchen auf. Na, da freue ich mich doch. Na, meine Kameraden. Aua. Egal. Bocht. Hart. Du denn? Leg dich mal wieder hin. Und du? Was? Lebst du immer noch? Haben die Munition für die Pistolen? Leider nicht. Ah, da sind unsere Freunde.
aus dem Urlaub gekommen. Zieh. Ja. So, das Polizeirevier dürfte langsam uns gehören. Fehlt noch was da? Die beiden fehlen noch. Machen wir mal hier mit roher Waffengewalt fertig. Muss ja auch mal sein. Achtung, Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Ja, Helikopterunterstützung. Gefällt mir gut. Polizeistation gehört uns. Hör, weg mit dir, Papa. Oh Gott. Hat schon ganz gut gelitten, das Ding. Oh Gott, der macht nicht mehr lange, der Heli, aber... Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs, Leute. Soll fürs Erste reichen? Boah, der lässt sich aber auch schlecht steuern, ey. Das ist mir gerade echt zu kriminell mit dem Ding. So. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Wahren Fundamente jeder großen Nation. Das Prinzip der Demokratie. Das da. Von hypnotischen digitalen Kissen. Schnauze. Verkündet wird. Ich sagte Schnauze! So, geht einfacher, als da die ganze Zeit mit den Seilen rumzujuppeln. Findet ihn, so schnell es geht. Oh. Komm her! Batz! So. Ja, nice. Ob du hier bleibst, habe ich dich gefragt. Autsch! Oh fuck! Ja, ich muss mal kurz weg! Schon interessant, was der da erzählt eigentlich. Okay, das klappt nicht. Gehen wir mal auf das Dach. Ach komm! Schnauze! Quatschen den Scheiß! Alle Leute in blauer Kleidung dürfen durchsucht werden! Es fängt ja genauso an wie damals bei den Juden. So, hier haben wir eine Flagge, die wir noch hochziehen können. Da hat uns einer gesehen. Ein Plakat fehlt noch und ein Lautsprecher. Das sollte zu machen sein. Ich nehme mal an, das Plakat wird irgendwo hier in der Gegend rumstehen. Love, love, love. Da ist der Lautsprecher. Was war das? Alle Heps, Assa. Ich guck grad, ach, da steht's. Ach, eins noch. Ich hab übersehen. Nee, doch. Zurück auf eure Posten. Da fehlt noch ein Plakat. Oder ein Schild. Wie man das auch immer nennen möchte. Auf der Seite vielleicht noch? Ich versuche mein Bestes tatsächlich. So, ist wirklich nur noch eine... Wow. Eine... Ein so ein scheiß Plakat, das kann doch nicht sein. Ich überblicke die Gegend. Die fliegen, als ob hier irgendwo eine Leiche ist. Ah. So. Jetzt.
Können wir loslegen! Hierher! Was? Halt! Attackiere Zielperson. Alle Einheiten hierher. Ha, bam! Und zack! Flagge hissen, Kollegen. Ja, Pause. Das war's. Fertig, aus. Jetzt Ruhe. Meine Güte. Zack. Garage. Explosion und Flug. Zwei Siedlungen befreit. Gehört jetzt wieder dem Volk. Sehr, sehr geil. Ja. Das war die Stadt. Haben wir auch befreit. Mal gucken. Was gibt's hier in der Gegend noch? Hier haben wir diese Zerstörungswut. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Genau da. Zack. Aber, meine lieben Freunde, das machen wir erst in der nächsten Folge. Ja, da haben wir dem Mario medizinische Hilfe besorgt. Ob er sie bekommt und ob sie reicht, wissen wir noch nicht. Wir hoffen einfach mal, dass Mario durchkommt. Aber wir haben den Söldnern da ihren Panzer besorgt. Also sollte das eigentlich kein Problem sein. Und müssen jetzt ein paar Städte befreien, damit wir weitermachen können. Und da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge gleich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir sehen uns, wenn es euch gefallen hat, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.